Hier findet gerade dieser große Kampf statt und diese Finalität, die man spürt, ich spüre das richtig im Innern, wie das so bei mir so aufkeimt. Es ist historisch, wir nutzen den Begriff sehr oft, aber was wir erleben zurzeit, ist fast alles historisch. Die Bücher werden voll sein irgendwann mit diesen Themen, die wir heute live erleben müssen, dürfen, können, sollen, wie auch immer, je nachdem, wie man entsprechend in den Schöpfungsgesetzen das bewerten will. Also irgendwann wird man wahrscheinlich sagen, wie konnte es sein, dass diese Dinge überhaupt so lange laufen konnten, bis es endlich nach oben gekocht ist? Völlig zu Recht aus meiner Sicht. Der Minister muss zurücktreten. Scholz muss endlich handeln und Habeck entlassen. Denn dieses Ministerium, um es ganz klar zu sagen, ist zu einem Selbstbedienungsladen der Grünen geworden. Das reicht aber nicht. Wir als AfD-Fraktion fordern einen Untersuchungsausschuss über die Vorkommnisse und Machenschaften in dem Wirtschaftsministerium. Wir fordern eine lückenlose und transparente Aufklärung. Denn die Personalentscheidung, der Nepotismus und massive Stellenaufwuchs der Ampel dienten nur dazu, um sicherzustellen, dass Interessengemeinschaften und Lobbygruppen hier bedient wurden. Auf wessen Kosten? Auf Kosten der deutschen Wirtschaft, auf Kosten der deutschen Bürger, auf Kosten der deutschen Mittelschicht und auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Machen hier einige wenige Grünlobbyisten Kasse und schröpfen den Steuerzahler. Wir fordern deshalb, weil ja die Besprechung des Heizungsgesetzes diese Sitzungswoche wieder abgesetzt wurde, eine Regierungserklärung des Kanzlers. Der Kanzler muss sich endlich erklären, was eigentlich in seiner Regierung los ist. Und wenn die FDP das hier nicht zur Koalitionsfrage macht, das GEG, nachdem die FDP für den Atomausstieg gestimmt hat, dann macht sich diese Partei endgültig unglaubwürdig und dementsprechend überflüssig. Ja, es fällt mir nichts mehr dazu ein. Es ist Absurdistan vom Feinsten. Und ich wundere mich wirklich immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich von früher kenne, die einfach in ihrem Mainstream eingeschlafen sind und man redet mit ihnen und versucht mal so anzuleiern. Ihr kennt das alle, die dazuhören gerade. Und man hat so das Gefühl, man läuft gegen eine Wand und die sagen, was willst du, ist doch alles in Ordnung. Ja, aber die machen das bestimmt schon irgendwie ganz gut. Das ist für mich eigentlich das Unfassbare. Und so kann man dann auch Geschichte im Nachhinein viel besser verstehen und auch erklären, wie Totalitarismus entsteht oder entstanden ist. Denn wir sehen es gerade live und in Farbe, wie es vor unseren Augen entsteht und auch schon weit fortgeschritten ist. Nun möchte ich aber auch ganz klar sagen, das sind wesentliche Indizien, die genannt werden, jetzt für diesen Turbo der Zerstörung. Aber die Zerstörungsursachen, die liegen schon 40, 50 Jahre zurück. Das muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn man in den 90er Jahren staatliche Strukturen hatte, war man in der Lage, schon ein Unternehmen wie der Staat, den Staat komplett zu verschulden. Das heißt, der Staat ging immer höher in die Schuldenspirale. Und die Ursache übrigens für die erste Staatsverschuldung der Bundesrepublik hat der Altkanzler Helmut Schmidt gemacht, der gesagt hatte, mir sind die Schulden egal, und damit wurde er Kanzler. Und das ist eine Grundhaltung, die damals eingeleitet wurde. Und dann begann die amerikanische Konzerneinflussnahme zu Ungunsten des Mittelstandes, der einfach zu stark und zu stabil war. Und so hat man dann letztendlich diese gesamte Situation eingearbeitet. Es ist ein Finanzsystem, ein Umverteilungssystem. Und jetzt diese Impulse, die wir jetzt sehen und die jetzt genannt werden, sind mehr oder weniger die letzten Symptome einer ganz lang angelegten Agenda über Jahrzehnte. Das muss ich nur ganz kurz sagen dürfen. Die Affäre Greichen ist längst so einer Affäre Habeck geworden. Beinahe täglich erreichen uns neue Vorwürfe aus diesem Skandalministerium. Und mit dem Luxusruhestand von Greichen ist das ganze Thema ja überhaupt gar nicht beendet, sondern diese peinliche Personalie ist lediglich abgewickelt worden. Ein typisches Bauernopfer. Und dabei muss man sagen, dass der Fisch eigentlich immer vom Kopf stinkt. Und im Habeck-Ministerium geht es weiter drunter und drüber.
Am Wochenende sind wieder neue Skandale ans Licht gekommen. Ich lese das hier mal vor. Der Staatssekretär Udo Philipp, es gibt ja zwei, also einer war ja der legendäre Herr Greichen. Jetzt geht es um Herrn Philipp. Bekannt war bisher, dass er in zahlreiche Startups investiert ist und im Ministerium für die Förderung eben dieser Branche zuständig ist. Und mindestens ein Unternehmen, an dem Philipp beteiligt ist, erhielt Gelder von dem Wirtschaftsministerium. Also man kann es eigentlich gar nicht glauben, was hier mittlerweile möglich ist. Und nun kam auch noch heraus, es kommt noch ein zweiter Fall, dass genau eben dieser Philipp aktiv an der Berufung eines Fondsmanagers in ein Beratergremium seines Ministeriums beteiligt war. Und an diesem Fonds hält der Staatssekretär, wie diese Zeitung Business Insider berichtet, Anteile. Sogar der Koalitionspartner FDP spricht mittlerweile von einem Verdacht auf Günstlingswirtschaft. Da kennt sich ja die FDP auch besonders aus. Und vielleicht noch weiter. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Öko-Institut, in dem die Geschwister Greichens, Verena und Jakob, sogar fast 7 Millionen aus dem Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums erhalten hat. Also doppelt so viel wie bisher angegeben. Das kam aus einer Anfrage unseres wirtschaftspolitischen Sprechers Leif-Erik Holm hervor. Das muss er sich mal vorstellen, weil der Greichen noch bei der Anhörung in deren Ausschusssitzung in der letzten Sitzungswoche gesagt hat, es seien ja nur 3,4 Millionen gewesen. Also auch hier knallhart die Unwahrheit gesagt. Und mittlerweile ist es ja so, der liebe Herr Greichen wurde jetzt ersetzt durch einen Herrn Nimmermann, bislang Staatssekretär in Wiesbaden, auch ein alter Weggefährte Habecks. Und wir sind sehr gespannt, was dieser Mann im Gepäck hat und wie er uns beschäftigen wird. Aufgrund dieser Vorkommnisse hat eine Umfrage ergeben, dass rund 50% der Deutschen den Rücktritt Habecks fordern. Offenen Auges durch diese Zeit zu gehen, das ist nicht ganz einfach, fällt auch uns zunehmend ein bisschen schwerer, müssen wir wirklich sagen, wenn wir hier vor dem einen oder anderen Thema sitzen. Aber ich will mich nicht wiederholen, euch geht's nicht anders. Und ja, rüstet euch und erschrecket. Und dann wieder rüsten, nachdem wir uns wieder erschreckt haben. Denn es ist eine außergewöhnliche Zeit, die schon lange gekündet ist. Und das ist das, was jetzt leider dann damit erfolgen muss, allerdings mit einem guten Ziel. Jetzt bricht das Falsche zusammen.